Und dann geht es jetzt weiter. Ich hoffe, dass das auch alles jetzt klappt. Und damit kommen wir jetzt zum eigentlichen Vorlesungsteil. Ich werde dunkel, die Leinwand wird hell und darauf wird jetzt einiges an Wissen erscheinen. Sensortechnik kann man nach den unterschiedlichsten Kriterien gliedern, aufbauen. Man kann sich anschauen, welche physikalischen Effekte, welche chemischen Effekte kann ich eigentlich benutzen, um irgendwas zu messen. Ich kann auch umgekehrt hingehen und kann mich fragen, ich habe eine bestimmte Messgröße, ich möchte Temperaturen messen, ich möchte den Luftdruck messen oder sonst irgendwas. Auf welche Art und Weise kann ich denn diese Messgröße richtig erfassen? Wichtig dabei ist, dass man sich am Anfang erstmal darüber klar wird, was ist denn überhaupt ein Sensor? Und es gibt da die klassische Definition. Ein Sensor ist eine Vorrichtung, ist ein Gerät, das externe Messgrößen, das physikalische Messgrößen, biologische, chemische, geometrische, irgendwelche Messgrößen umformt in elektrische Größen. In der alten Zeit, also bis so Mitte des letzten Jahrhunderts, sprach man oft von Messwandlern. Und Messwandler hatten dann eine ähnliche Aufgabe, nämlich Größen, die man gerne wissen möchte, die man gerne messen möchte, umzuwandeln in sichtbare Größen, also beispielsweise in den Ausschlag eines Zeigers oder ähnliches. Das ist heute eben nicht mehr up to date. Heute werden die Messdaten gleich so umgeformt, dass man elektrische Größen herausbekommt, beispielsweise eine elektrische Spannung oder einen elektrischen Widerstand. Die Größen können dann weiterverarbeitet werden, verstärkt werden, digitalisiert werden, in einen Rechner eingespeist werden, umgewandelt werden und bewertet werden. Und insofern ist also heute ein Sensor ein Gerät, das. Oh, habe ich jetzt hier meine Zeichenmöglichkeiten? Also ein Sensor wandelt irgendwelche Messgrößen in elektrische Größe, in eine elektrische Größe um. So, und manchmal ist es so, dass die Größe, die einen interessiert, relativ simpel vorgegeben ist. Also beispielsweise, ich möchte die Temperatur hier im Raum hier an dieser Stelle messen oder ich möchte den Luftdruck hier messen oder ich möchte messen, wie weit ist denn die Wand da vorne von mir hier entfernt. Und es gibt Größen, die schon etwas schwieriger zu erfassen sind. Und dabei ist ein ganz wichtiger Punkt. Dabei kann die interessierende Messgröße erst einmal in weitere Größen umgewandelt werden, bis man zu einer direkt sensorisch erfassten Größe kommt.
Und dann spricht man von den Umwandlungsketten. Und an der Stelle ist man wirklich da, wo Sensortechnik extrem viel, ja, zum einen Fachwissen, aber auch zum anderen extrem viel Fantasie erfordert. Weil die Frage, wie kann ich eine bestimmte Messgröße sinnvoll erfassen und mit welchen Umwandlungsketten kann ich dann dafür sorgen, dass die Messgröße, die mich eigentlich interessiert, hinterher auch wirklich vernünftig gemessen wird, weil die Frage zu beantworten viel Kreativität und Fantasie erfordern kann. Und dazu will ich, drei Beispiele geben. Ein Beispiel müsste auch hier drin sein. Ja, schauen wir einmal auf die Seite 19 in diesem Skript. Ich müsste das hier haben. Das ist also jetzt schon ein ausgesprochen kompliziertes Sensorsystem, und zwar ein Sensorsystem, das im Automobil eingesetzt wird oder im Automobil eingesetzt werden kann. Und ich glaube, inzwischen gibt es also auch schon verbesserte Versionen davon, aber ein Sensorsystem, das im Automobil eingesetzt werden kann, um Drehmomente zu messen. Also, Drehmoment des Motors mal Umdrehungsgeschwindigkeit gibt ja die Leistung, und die Leistung ist für die Beurteilung des Motorzustandes halt ausgesprochen wichtig, abgesehen davon, das Drehmoment ist halt auch ausgesprochen wichtig. Also insofern braucht man für eine vernünftige Steuerung des Automobils und des Motors, braucht man eine Information darüber, wie groß ist denn das momentane Drehmoment, das der Motor aufbringen kann. Jetzt ist die Frage, wie kann man das Drehmoment messen? Drehmoment ist ja das Produkt aus Kraft mal Weg, jetzt über die Rotation. Dieses Drehmoment führt dazu, dass man an einer drehenden Welle im Motor folgendes Phänomen hat. Nehmen wir mal an, das ist im einfachsten Fall, das hier wäre, sagen wir mal, die Kardanwelle oder die Kurbelwelle im Motor oder irgendeine andere Welle. Wenn ich jetzt hier an der Stelle mit dem Motor angreife und drehe, und hier an der Stelle ist jetzt Reibung, beziehungsweise das Auto muss halt anfahren, wir müssen einen Berg hochfahren, wir müssen durch Schlamm fahren, dann herrscht an der Stelle ein bestimmter Widerstand. Und das heißt, wenn ich jetzt hier an der Stelle drehe, dann wird dem ganzen Widerstand entgegengesetzt und dieses ganze Ding wird sozusagen so ein bisschen in sich verdrillt. Diese Verdrillung ist ein Maß für das Drehmoment. Die Verdrillung ist umso größer, je dünner die Welle ist. Da haben die Maschinenbauer dann entsprechende Kenntnisse. Und das führt jetzt dazu, dass man sich überlegt hat, ja, wenn ich das Drehmoment des Motors wissen möchte, dann ist vielleicht eine Möglichkeit darin, dass ich nicht das Drehmoment direkt messe, weil mir ehrlich gesagt auch nicht so direkt einfällt, wie ich das machen würde, sondern was ich mache ist, ich messe die Verdrillung der Welle. Also hier an der Stelle wird gedreht, hier greift der Motor an, hier hinten sitzen die Räder, da gibt es den Widerstand und jetzt wird das ganze Ding hier verdrillt. Je größer das Drehmoment, umso stärker ist die Torsion. Wie kann ich die Torsion messen? Das werden wir dann auch noch ein kleines bisschen genauer feststellen, indem man sogenannte Dehnungsmessstreifen hier drauf klebt, also im einfachsten Fall drauf klebt. Diese Dehnungsmessstreifen sind elektrische Widerstände, und bei so einem elektrischen Widerstand passiert jetzt Folgendes: Wenn ich diesen elektrischen Widerstand in der Richtung auseinanderziehe, dann wird der Widerstandswert größer. Wenn ich diesen Widerstand hier sozusagen in der Richtung zusammendrücke, dann wird der Widerstand kleiner. Jetzt wird hier eine Brücke aufgebaut, und bei der Torsion, wie sie jetzt hier herrscht, so rum, wird der Widerstand gelenkt, der Widerstand wird länger, das heißt, die beiden werden größer, die beiden Widerstände werden zusammengestaucht, die beiden der Widerstandswerte werden kleiner. Das heißt, wir haben jetzt schon eine Umwandlungskette. Drehmoment möchte ich eigentlich messen. Das, was ich tatsächlich messe, ist die Verdrillung.
der Welle und die Verdrillung der Welle messe ich dadurch, dass ich die Längenänderung dieses Widerstandes bestimme. Diese Längenänderung des Widerstandes führte dazu, dass sich der elektrische Widerstandswert hier ändert. Also insofern haben wir dann eine Kette, Drehmoment geht über in Torsion der Welle. Torsion der Welle geht über in eine Längenänderung. Größer werden hier, kleiner werden hier, diese sogenannten Dehnungsmessstreifen. Und diese Dehnungsmessstreifen sind jetzt die eigentlichen Sensoren. Die wandeln nämlich ihre Längenänderung, auseinanderziehen, zusammendrücken, in eine entsprechende Widerstandsänderung. Und dann geht von hier aus sozusagen die Elektrik los und die Elektrik hier, die werden wir später besprechen. Das heißt, wir haben also hier die Kette, Drehmoment, Torsion und Längenänderung. Das schreibe ich hier mal eben kurz hin. Also, Beispiel. Das war Abbildung 18. Drehmomentsensor. Die primäre Messgröße, die mich eigentlich interessiert, ist das Drehmoment. Das Drehmoment bewirkt eine Torsion der Welle. Die Torsion der Welle bewirkt eine Längenänderung. Von geeignet angebrachten Dehnungsmessstreifen, und das Wort kürze ich jetzt lieber ab, angebrachte Dehnungsmessstreifen, und von hier aus gibt es jetzt eine elektrische Widerstandsänderung. Und von da aus geht es jetzt elektrisch weiter und damit beschäftige ich mich jetzt noch nicht. Ein zweites Beispiel, was ich kurz ansprechen möchte, ist die berührungslose Temperaturmessung. Sie kennen alle, Sie kennen vielleicht diese kleinen Geräte, mit denen man auf eine Wand drauf zielen kann und dann misst man die Temperatur dieser Wand. Die Fortführung davon sind dann die Infrarotkameras, die Wärmebildkameras, mit denen man dann sogar eine optische Abbildung der Wand erzeugt und die Temperatur der Wand dann sehen kann. Das heißt, das zweite Beispiel ist die berührungslose Temperaturmessung, die sogenannte Pyrometrie. So, da besteht die Aufgabe also darin, hier ist eine Wand und die Wand hat eine bestimmte Temperatur, die möchte ich gerne messen. Ich gehe aber jetzt nicht mit einem Thermometer und halte das Thermometer da dran, sondern ich stehe hier vorne und möchte wissen, wie groß ist die Temperatur. Dann nutzt man als physikalisch gebildeter Mensch das Planck'sche Strahlungsgesetz. So, das Planck'sche Strahlungsgesetz will ich hier nicht hinschreiben. Das Planck'sche Strahlungsgesetz sagt aber etwas aus. Es sagt nämlich aus, dass jeder Körper elektromagnetische Strahlung aussendet. Sie kennen das, wenn ein Körper sehr hohe Temperaturen hat, also was weiß ich, flüssiges Eisen, flüssiges Metall mit Temperaturen im Bereich 1500, 1800, 2000 Grad oder auch nur sehr heißes.
sehr, sehr heißes Material, 800 Grad oder 1000 Grad, dann fängt dieses Material an, rotglühend zu werden und bei höheren Temperaturen wird es dann weißglühend. Und der Effekt ist halt der, dass die Temperatur der Oberfläche dazu führt, dass elektromagnetische Strahlung wird ausgesandt. Und wir sind ja jetzt hier an einer Hochschule, da wird nichts ausgesandt, da wird emittiert. So. So, und die elektromagnetische Strahlung, die male ich jetzt mal so. Also von da aus geht elektromagnetische Strahlung aus. Und Sie wissen ja, auch Licht ist elektromagnetische Strahlung, infrarotes Licht ist elektromagnetische Strahlung. Elektromagnetische Strahlung kann charakterisiert werden durch die Wellenlänge. Das ist ja eine Welle, also insofern hat es ja auch eine Wellenlänge. Und die Wellenlänge von sichtbarem Licht ist ja bekanntermaßen so zwischen 400 und 700 Nanometern. Nanometer ist tausendstel Millimeter, der tausendstel Mikrometer. So. Und ich will das jetzt nur mal grob skizzieren. Wenn ich hier die Intensität, wenn ich jetzt genau sein wollte, müsste ich jetzt hinschreiben, die Intensität pro Fläche, pro Quadratzentimeter und so weiter. Aber so genau kommt es mir jetzt nicht. Und hier die Wellenlänge auftrage. Und wir haben hier, na sagen wir hier, nee hier, ein Mikrometer, also 1000 Nanometer. Dann ist der Bereich des sichtbaren Lichtes ja hier. Hier kommt das dann kurzwellige, dann immer langwelligere Infrarotstrahlung. Und hier haben wir dann irgendwo auch 10 Mikrometer. Und was jetzt passiert, ist, die Strahlung, die ausgesendet wird, hat jetzt typischerweise diese Form. Wobei die Form beeinflusst wird durch die Temperatur. Wenn die Temperatur jetzt größer ist, als jetzt bei dieser Form, bei dieser Strahlung, nehmen wir mal hier, so und machen wir mal so. Dann ist das hier, das, was ich hier hingemalt habe, wo das Maximum bei etwa 10 Mikrometern liegt, das ist so etwa die Strahlung, die ein Körper abgibt, der Raumtemperatur hat. Raumtemperatur, also so rund 20 Grad Celsius. 20 Grad Celsius ist etwa 300 Kelvin. So. Und jetzt sind wir hier. Das müssten dann, wenn das bei 300 ist und 10 Mikrometer, dann müssten wir hier bei 2 Mikrometern ein Maximum haben, das ist das Fünffache, das müssen also etwa 1500. Das müssen also etwa 1500 Kelvin sein und das Grüne hat sein Maximum, also etwa bei 3, das müssen also ungefähr 1000 Kelvin sein.
Wenn Sie mal nach dem Planck'schen Strahlungsgesetz im Physikbuch schauen oder bei Wikipedia nachschauen, dann werden Sie die genaueren Kurven sehen. Und wichtig für mich ist hier, das, was hier an Intensität drunter steckt, hängt sehr empfindlich von der Temperatur ab. Je höher die Temperatur, umso mehr steckt hier sozusagen an Gesamtintensität drunter. Insofern kann man also jetzt, ist sozusagen die Gesamtintensität, die von der Oberfläche ausgesandt wird, ein sehr, sehr starkes Maß für die Temperatur. Also Gesamtintensität, ausgesandte Intensität. Stark von der Temperatur ab. So. Die Intensität, die jetzt hier ausgesandt wird, die lasse ich hier auf einen kleinen Temperatursensor drauf fallen. Also jetzt wirklich auf ein kleines Gerät, beispielsweise auch einen elektrischen Widerstand, dessen Widerstandswert sich halt mit der Temperatur ändert und dem eine schwarze Oberfläche vergebe. Dann haben wir hier einen Widerstand, einen elektrischen Widerstand mit R ist eine Funktion seiner Temperatur, TS. Und was jetzt hier passiert ist, die Strahlung, die von hier ausgeht, trifft ja nun teilweise hier drauf. Das heißt, es gibt hier Strahlung, die sozusagen hier drauf fällt, von dem Widerstand absorbiert wird. Und wenn der hier eine Temperatur T hat, dann wird der sich auch auf eine Temperatur aufheizen. Und zwar auf eine Temperatur, die nenne ich mal TS. Also,